Morgen. Entschuldigt die Verspätung, ich musste meinen Hund noch füttern. Einen meiner beiden Hunde noch füttern. Moment. Hört man mich? Man hört mich. Wunderbar. Cool. Hi, ich bin Kirill. Ich bin nicht das Gesicht, das ihr gestern Abend gesehen habt, falls ihr gestern Abend neu dazugekommen seid. Ich stream hier morgens. Professor Kastan streamt hier abends. An unterschiedlichen Tagen. Wir füllen unsere Streaming-Schedule mittlerweile ganz voll aus. Morgen kommt auch noch was Interessantes für euch. Von daher, bleibt dran. Moin, Jortsgenau-Podcast. Guten Morgen, Anka, und guten Morgen, Seelenfisch. Schön, dass ein Moderator hier dabei ist, weil dann kann ich dich auch mit Umfragen bombardieren. Mindestens eine für diese ganze Reihe, jetzt nicht für heute explizit, haben wir auf jeden Fall. Weil letztens irgendwann kam die Frage auf, in was ich mein Evoli eigentlich entwickeln werde, wenn ich es denn mal erhalte. Ich weiß nicht, wann in der Story das passiert, aber irgendwann kommt das. So, letztes Mal haben wir Misty besiegt und sind nach Orania City durch. Hallo Darthnex, dich habe ich morgens noch nicht hier gesehen. Hi, ich bin der Kirill. Ich stream morgens. Jack streamt abends. Genau. So, wir sind heute in Orania City angekommen. Wir sind ja letztes Mal in Orania City angekommen und sind heute da. Und müssen gucken, wie, also jetzt wieder, welches Level hat der Arenaleiter und wie gut kommen wir da durch. Ich meine, es ist Strom? Elektro? Wenn Jack mir das richtig, mein Gott, sorry, wenn Professor Kastan mir das richtig gesagt hat, dann ist es die Elektro-Arena-Leiter. Und mal wieder habe ich keine Ahnung, was effektiv dagegen ist. Guten Morgen, Annie the K. Ich weiß nur, dass wir nicht Wasser-Pokémon verwenden sollten. That's about it. Und Flug sollten wir auch nicht verwenden. So, nur Boden, nur Boden-Pokémon. Ja, cool, dass unser Boden-Pokémon keine Attacken kann, die Boden sind, was? Hier ist Nidoqueen. Nidoqueen ist von Typ Boden. Nidoqueen hat keine Bodenattacke. Da wäre ein Dickdar nice, sagt Anka. Okay, finden die sich hier in Gebieten hier. Höchstes Level von Bob ist 24. Okay, da müssen wir gar nicht so weit grinden, wobei jedes neue Level ja immer noch länger dauert als vorher. So, Moment. Muss hier eben kurz etwas justieren, damit ich halbwegs mittig in die Kamera gucke. So. Genau. Ja, voll schade, dass kein Schaufler denn kann, das Nidoqueen. Ja, finde ich auch. Wir haben ansonsten auch keine TM aufgegabelt, die. Wer ist es denn? Die das sonst machen könnte, oder? Nur so, nebenbei für alle. Also, nicht, dass irgendwer mitbekommen hat, dass wir ein TM haben. Die wir jetzt, die eine Bodenattacke ist und die wir jetzt benutzen könnten. Warum heile ich meine Pokémon nochmal? Keine Ahnung. Vielleicht haben die ja AP verloren. Besser wäre es, das einfach zu machen. Nicht, dass ich wüsste, da war nur Schaufler als Boden. Ah, okay. So. Rechts von der Stadt gibt es eine Dickdar-Höhle. Das ist gut. Dann laufen wir da gleich hin. Genau. Was wollte ich denn gerade noch gucken? Gut, da hilft nur Boden, sagt er. Dann sprechen wir nochmal mit den Leuten hier im Pokémon Center und gehen dann zur Höhle. Es stimmt, dass ein Pokémon mit einem hohen Level sehr stark ist. Allerdings haben alle Pokémon Schwächen. Die richtige Attacke kann sie leicht besiegen. Daher gibt es keine Universal-Pokémon. So. Mein Pokémon wurde vergiftet. Das Gift hat es lange nach dem Kampf besiegt. Ja, hast du kein Gegengift eingesetzt und dein Chat sagt dir dann, dass du ein herzloser Mensch bist. Auch wenn sie den gleichen Level haben, können die Fähigkeiten von Pokémon trotzdem verschieden sein. Das Pokémon eines Trainers ist stärker als ein wildlebendes. Ah, okay. So. Nächstes Mal setze ich tatsächlich kein Gegengift dafür ein, weil die Dickdars sind 15 bis 22, ich muss im Zweifel also nicht trainieren. Gibt es eine Wahrscheinlichkeitenverteilung für welches Level man kriegen kann? Also, dass man halt hingeht und sagt, hey, wer ist es denn, wie wahrscheinlich ist es, ein Level 22 Dickdar zu bekommen?
Hast du gesehen? Die MSN ankert im Hafen. Nein, habe ich noch nicht gesehen. Nein. Für das Level nicht. Okay, also einfach gucken. Gut. Ich gehe jetzt nochmal durch die Häuser durch, weil letztes Mal haben wir das erst ganz am Ende gemacht. Und ich dachte, wenn wir schon in der neuen Stadt ankommen, dann machen wir das auch einfach. Gab es sogar nicht ganz selten Dictri. Das wäre witzig, aber Seelenfisch guckt mit Sicherheit nach. Ja, oh cool. So. Ich bin der Profi-Angler. Ich liebe den Angelsport. Angelst du auch gerne? Ja, meinetwegen. Klasse, du bist mir sympathisch. Nimm das hier und geh angeln, junger Freund. Hey, ich hab 'ne Angel erhalten. Angeln ist meine Leidenschaft. Suche in Seen und Flüssen und lande den großen Fang. Cool. Angel erhalten. Das... Wow, das ist ein nutzloses Haus. Dieses hier auch. Ist das ein Tipps für Trainer oder ist das eine Ortsbeschreibung? Orania City, die Hafenstadt der einmaligen Sonnenuntergänge. Cool. Und du bist... Ich möchte auf diesem Land bauen. Mein Pokémon ebnet den Boden. Moschuk. Okay. Ein Moschuk ebnet das Land. Hm. Liebe das Orania City Theme. Ah? Okay. Ich weiß nicht, ich finde die alte Pokémon-Musik. Also, wie letztes Mal von Professor Kastan schon festgestellt. Ich spiele parallel Final Fantasy VII. Mit Musik braucht man mir hier gerade nicht ankommen. Die ist... Wenn die Sonnenlänge hier nur einmal untergeht, würde ich mir Sorgen machen. Ja, ich auch. Anka, ist das ein Kaffee-Emote? Wo hast du dieses Kaffee-Emote her? Ach, Better Twitch TV. Okay, alles klar. Wir sind sehr umweltbewusst. Wir haben gehört, dass Slimer sich in giftigem Dreck wohlfühlt und entwickelt. Alles klar. Was bedeutet das? So. Nein, das ist ein Global Emoji. Ich habe damals immer die Musik ausgemacht, um Batterie zu sparen. Oh, wow, okay. Ja. Jo, ich kann hier übers Handy ganz normale Emotes benutzen, alles klar. So. Besitzt du ein Habitak? Willst du es gegen Porenta tauschen? Nein. Ich habe kein Habitak, aber Porenta wäre schon ganz witzig, ne? Porenta ist das mit dem Lauch, nicht? Weiß gerade nicht, ob... Mir fällt gerade nur der englische Name Farfetch'd ein. Herrgott, was seid ihr denn? Guten Morgen, Grugaliga. Ich glaube, das ist nicht der richtige Account. Joop. Was ist das hier? Tauschgeschäfte? Ich liebe mein Joop. Es quiekt, wenn ich es in den Arm nehme. Es ist nicht gut, wenn das Tier, das du in den Arm nimmst, quiekt, wenn du es in den Arm nimmst. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ich habe mehr als 100 Pokémon gefangen. Ich bin sicher kleinlich, wenn es um Pokémon geht. Also, bist du hergekommen, um etwas über meine Pokémon zu hören? Nein. Oh, komm vorbei, wenn ich dir etwas erzählen soll. So. Sitzen die hier einfach nur rum und diskutieren darüber, welches Pokémon das beste ist? Mein Pikachu ist viel süßer als ihr Pokémon. Ja, scheint so. Die sind mir ja direkt unsympathisch. Der Vorsitzende redet sehr gerne über Pokémon. Ja, ich merke schon. Ist das ein Papagei? Wenn jemand prahlt, dann prahlt zurück. Okay. So, jetzt aber. Professor Kastan. Ich habe sie gar nicht erkannt gerade unter dem anderen Namen. Du bekommst was von ihm, wenn du dem Präsidenten zuhörst, glaube ich. Ja, dann mache ich das wohl. Hört anderen Trainern aufmerksam zu. Ja, okay, ich merke schon. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon-Fanclubs. Ich habe mehr als 100 Pokémon gefangen. Ich bin sehr kleinlich, wenn es um Pokémon geht. Also, bist du hergekommen, um etwas über meine Pokémon zu hören? Jetzt schon. Sehr schön, dann höre mir zu. Am liebsten mag ich Galoppa. Es ist süß, schön, klug und aufregend. Stimmst du mir zu? Es ist majestätisch, freundlich. Ich liebe es. Wenn es schläft, warm und kuschelig.
Spektakulär. Hinreißend. Ups, wie die Zeit vergeht. Aber ich halte dich auf. Danke, dass du mir zugehört hast. Nimm dieses Geschenk von mir. Du hast keinen Platz für weitere Items. Nein! Ah! Ah! Seelenfisch, das tut mir leid. Aber so, das sind die Qualen eines Moderators. Du erwischst immer nur die nicht ganz so coolen Jobs, was? Ne. Was habe ich denn an... Ich glaube, ich muss die TMs verbrauchen, was? Ne? Warte, ich kann auf jeden Fall ein Nugget verkaufen gehen. Das ist ja nur... Du musst Items in der Box ablegen. Was? Ja, dann gehe ich gleich mal alle meine TMs in der Box ablegen. Ah, warum zur Hölle gibt's ein Item-Limit? Und der PC hat auch ein Limit! Was? Und kannst du keine... Was? Warum? Ja? Okay. Okay. So, also erstmal gehe ich das Nugget verkaufen. Das brauchen wir ja nicht weiter. So. Wäre weniger nervig, wenn ich währenddessen auf den Chat zugreifen könnte. Aber nein, ich muss jedes Mal abbrechen, wenn ich nochmal nach Optionen fragen will. Oh. Das ätzt. Aber das, wenn man das weiß, also der Professor Gastan wusste das ja dann... Explizit nicht, der hat ja noch nicht mal gewusst, dass es ein Umfragenfeld gibt. Wenn man das weiß, kann man das ja besser mit dir abklären im Vorhinein. Und vielleicht die Optionen in den Chat schreiben, dass du das halt einmal runtergeschrieben hast. So, Verkauf. Boah. Professor Kastan meinte gestern was von... Boah, Gen 1 Nuzlocke muss richtig fetzen, ne? Ja. Ja, ich glaube auch. So, gut, ich habe jetzt den Nugget-Verkauf. Und jetzt gehen wir ins Poké Center und legen die TMs ab, damit wir mehr Inventarplatz haben. Pokémon Center war links. Entschuldigt, dass ich so ein bisschen nasal rede. Meine Nase ist irgendwie zu. Also seit der Schnee draußen war, bin ich nicht wieder so richtig gesund geworden. Naja, nicht, dass ich geistig eh auf der Höhe wäre, aber, so, wir arbeiten einfach die Timeline reversed ab. Ja, nee, wir treffen uns irgendwann einfach bei Gen 4 oder 5, ich weiß es gerade nicht. Bei welcher sind wir gerade? Ich will die jetzt nicht alle aufzählen, ich kann mir das nie merken. PC von Blau, ne? Da kann ich Items ablegen, oder? Gerade ist 8. Okay, dann treffen wir uns bei entweder 4 oder 5. Du hast Zugriff auf das Item-Lagerungssystem. Wobei, nein, wir treffen uns bei einer späteren Edition, weil du machst weniger Progress, wahrscheinlich. So, Items ablegen. Brauchen wir die Karte? Nee. Eigentlich wirklich, brauchen wir die Karte? Wir benutzen die nie. Wir sollten die Karte vielleicht mal mehr benutzen, aber weil man hier kein Festlegen auf die Tasten hat, will ich die nie raussuchen. So, Pokéball, Gegengift, TM, ja, natürlich nur eine, nein, der springt mir direkt immer zurück nach oben, wenn ich ein Item lagern will, so, Moment, Professor Kastan, also während Kirill sich da nachher Schwert-Schild ein abchillt, kriegst du einen Rot-Blau-Nuzlocke auf die Mütze. Ja, Seelenfisch, ja, das ist der Plan, schon immer gewesen. Aber du hast einen Gold-Silber, einen wirklich langes vor dir. Oh, ja, okay. Muss dir Gold immer noch geben, fällt mir ein. Ja, hat ja, eilt ja nicht, ich bin ja erst bei der dritten Arena. Helix-Fossil kann ich eigentlich auch ablegen, weil bis wir... Wer ist es denn? Mein Gott, Kirill. Bis wir... dahin kommen, das halt wiederzubeleben, dauert es ja noch eine Weile. So, dann lege ich jetzt auf jeden Fall erstmal alle... Ich kann das bereits wiederbeleben? Ich komme aber nicht in die Stadt zurück, weil ich keinen Surfer habe. Also ich muss ja dafür ins Museum. Wenn, hier Skip J mir das richtig gesagt hat.
Und um ins Museum zu kommen, muss ich ja durch die Höhle durch. Um zur Höhle zu kommen, brauche ich Surfer, weil da ist eine Wegblockade. Es sei denn, und das können wir gleich auf der Karte gucken, die wir nie benutzen, es gibt noch eine andere Möglichkeit. Das könnte natürlich auch sein. Nein, ich will keinen Trank lagern. So, ich glaube, ich habe jetzt alles. Und selbst wenn nicht, haben wir jetzt ein bisschen mehr Platz. So, Item, Karte. Okay. Yo. Wer hat dieses dumme Straßennetz entwickelt? Die Japaner. So. Ah, wer hat... Viel besser, wer hat diese Steuerung entwickelt? Wieso bin ich jetzt... Was? Sobald ich zerschneiden habe, kann ich auch zurück. Ja, okay. Aber habe ich halt noch nicht. Also. So. Ich... Vertania-Höhle, Dikdas-Höhle. Route 3, Route 4, Azuria City. Ey. Man hat keine so richtig coole Möglichkeit hier. Boah, die Karte steuert sich ja echt nicht gut. Elstunnel, Route 10, Lavandia, Pokémon-Turm. Also man kann... Hä? Egal. Wir benutzen diese Karte einfach nicht mehr. Und merken uns einfach, wo wir lang müssen. So. Jo, alles andere können wir erstmal behalten. Dann sichern wir. So. Okay. Gut. Dann gehen wir nochmal zu dem Typen. Hören uns nochmal seine Geschichte an. Jetzt ist die Frage, vertone ich die nochmal? Wollt ihr sie nochmal hören? Das ist nicht der Ort. Das war auf der nächsten Ebene, glaube ich. Bitte nicht, Seelenfisch. Oh. Oh, Junge, yes. Oh. Okay, also zwei Leute sagen, ich muss es nochmal vertonen. Weiß nicht, das zieht den Chat zwar in den Dings zwar in die Länge, aber es ist auch ein gutes Thumbnail. So, Moment. Ich bin der Vorsitzende des Pokémon Fanclubs. Ich habe mehr als 100 Pokémon gefangen. Ich bin sehr kleinlich, wenn es um Pokémon geht. Also, bist du hergekommen, um etwas über meine Pokémon zu hören? Ja. Also ich habe es nicht gehört bisher, sagt Podcaster. Okay, dann wollen wir mal. Sehr schön, dann höre mir zu. Am liebsten mag ich Galoppa. Es ist süß, schön, klug und aufregend. Stimmst du mir zu? Es ist majestätisch, freundlich. Ich liebe es. Wenn es schläft, warm und kuschelig, spektakulär, hinreißend. Ups, wie die Zeit vergeht. Ich halte dich auf. Danke, dass du mir zugehört hast. Nimm dieses Geschenk von mir. Ich habe einen Radkupon. Ich krieg ein Rad! Aber das Erste, was wir machen, ist wieder zurücklaufen und ein Rad fangen. Sorge dich nicht um mich. Ich kann mit meinem Ibitak fliegen. Ich brauche also kein Fahrrad. Ich hoffe, du fährst gerne Rad. Ich kann nicht Fahrrad fahren. So, also IRL. Kann ich nicht. So. Next. Mehr als 100 Pokémon gefangen. Also das ist jetzt keine Challenge. Nein, echt, ich kann wirklich nicht Fahrrad fahren. Ich hatte ein traumatisches Erlebnis auf Borkum, in dem ich voll in Busch gefahren bin oder sonst was. Und die Kinder haben mich derart gemobbt, dass ich nicht mehr auf dem Fahrrad sitzen kann. Ohne, ne, Probleme zu kriegen. Is very nice. So. Besitzt du einen Habitak? Willst du es gegen Porä? Ich war gerade schon hier. Nein. Will ich nicht. Ja, nein, wirklich. Also, es ist basically sowas. Natürlich mit Sicherheit nicht so extrem wie andere Formen, aber halt, ich kann mich nicht auf dem Fahrrad setzen. Geht nicht. So, so, was bist du? Ich lasse Taubsi einen Brief nach Saffronia City im Norden bringen. Bruder, dein Taubsi kommt nie wieder. So. Liebe Niki, ich hoffe, wir sehen uns bald wieder.
Wie ich höre, stiftet das Team Rocket in Safronia City Unruhe. In Urania City scheint es sicher zu sein. Wow, Alter. Ey, Taubsi! Lass mich durch! So. Okay. So. Rechts ist eine Diktahöhle, sagt ihr. Hafen von Urania City. Kann ich jetzt einfach wegfahren? Oder kriege ich hin, habe ich hier einen Roadblock? High-End-PCs und die Leute kommunizieren hier per Brief. Ja, richtig. Die MSN ist ein luxuriöses Kreuzfahrtschiff. Wir besuchen Urania City einmal im Jahr. Professor Kastan oder Busch PTSD. Jo, kann auch sein. Willkommen auf der MSN. Verzeihung, hast du ein Ticket? Oh. Okay, das heißt, ich kann durch und kann auch schon losfahren, theoretisch. Aber es bringt mir nichts, richtig? Das ist aber... Hier, Open World Game Design. Du kannst da langlaufen. Es nützt dir nur nichts. So. Diktas Höhle. Da wollten wir hin, nicht? So, was ist ein guter Lead gegen Diktas auf Level... Was hatten wir? 14 bis 22? Ach komm, fangen wir einfach mit Taubsi an. Das hat schwache Attacken. Wobei, Moment, nein, wir wollen kein allzu schwaches Pokémon vorne haben. Muss ich überlegen, was wir nehmen können da an der Stelle. Weil wir eigentlich, also wir wollen kein allzu schwaches Pokémon vorne haben, da, weil wir uns nicht mit den Level 14 Dingern rumschlagen wollen. Mauzi ist immun gegen Boden? Oder hast du Taubsi? Ja, okay. Machen wir. Mauzi ist immun gegen Boden, ist klar. Bist du ein Trainer? Hey, meine Kamera ist ausgefallen. Also, wenn ihr uns monetar unterstützen wollt, habt ihr da mittlerweile zwei Wege für. Unten rechts, ich muss immer links machen, aber es ist für euch unten rechts, befindet sich ein Spendenziel, das widerspiegelt, wie viel Geld wir bräuchten, um eine ordentliches Setup für alle, die streamen wollen, bei uns zu erwerben. Weil Jack und ich streamen gerade so zusammengebastelt mit Dingen, die wir zu Hause haben. Es funktioniert, aber nicht stabil. So. Das heißt, wenn ihr wollt, dass unsere Streams nicht ständig ausfallen, dann spendet an uns oder abonniert den Kanal. Dafür kriegen wir auch Geld. Und ihr irgendwann, wenn Twitch es doch tatsächlich mal geschafft hat zu verarbeiten, auch Emotes. So. Wow, Dicta hat einen Tunnel gegraben. Er führt direkt nach Vertania City. Was? Ist, Moment. Von Vertania City aus kann ich zum Museum und dann das Helix-Fossil, ne? Und so. Wie sagt Knospo oder Garados würden sich doch anbieten. Ja, ich will die ja nicht kloppen. Ich will die Diktas ja fangen. Ich will die ja nicht mit einem sehr effektiven Schlag, killen, ne? Okay, dann entwickeln wir, wenn wir hier mit der Arena durch sind, vielleicht unser, das fängt doch gut an. Entwickeln wir... Moment. Die Attacke schlug fehl. Das Fossil geht ja erst nach Pyro, sagte jemand. Dicta. Also ein Dicta. Ganz alleine. Ist das eine Referenz auf den Anime? Weil wenn ja, habe ich das voll vergessen. Pikachu kannst du auf jeden Fall vergessen gegen die, ja ach. Nee, nicht Pokémon. Item? Pokéball. So. Ach nee, anscheinend auch im Museum. Ja eben. Also hat Skip J zumindest letztes Mal, als es darum ging, gesagt. Oh wow! Cool! Ein relativ passend geleveltes High-Level. Quatsch, was passend geleveltes Dicta. Läuft. Dieses Pokémon lebt einen Meter unter der Erde. Es frisst Wurzeln und kommt selten an die Oberfläche. Möchtest du Dicta einen Spitznamen geben? Nein.
Digda wurde auf Bills PC übertragen. Wow, sorry. Ich war nicht schnell genug, um zu muten. Ist irgendwas anderes in der Höhle? Also, Items oder sowas? Einen Moment. Einen Moment. It's Doggo Time. So. Hugo, ist gut. So. Hugo Time. Ja, genau. Ich müsste einen Command dafür einführen, wenn die Hunde hier reingeschickt werden. So. Oh, und ein Command, who let the dogs out? Und das, der Chat einfach antwortet einfach nur mit Jucky. So. Puh, Items kann sein, aber weiß ich jetzt nicht aufzwendig. Du bekommst dann noch den Detektor. Ah, okay. Das mit der Zinnoberinsel zieht sich nur auf Aerodactyl. Aha, okay. Los, Tauboga. Nee, geh. Flucht. So. Gut, wenn ihr wenn keine offensichtlichen Items in so Pokebällen da drin sind, würde ich halt wieder zurück nach Orania City. Muss mich leider verabschieden und zur Arbeit. Alles klar, vielen Dank, dass du hier warst. Bis zum nächsten Mal. Frage ist, was wir mit dem Wassersteinmon aus dem Fossil machen wollen. Keine Ahnung, aber erstmal wieder zum Leben erwecken. Leben besser als tot. Ja, und es huldigen. Hat Seelenfisch absolut recht. So, Flucht. Okay, also wir scheinen Glück zu haben, weil das erste Diktar, das wir getroffen haben, war direkt Level 19. Wow, man kann hier ja überhaupt nicht weiterlaufen, ohne das, ohne gegen Diktar zu stoßen. Fast so schlimm wie, wer ist es denn? Fast so schlimm wie die Dings. Warum kämpfe ich eigentlich nicht? Fast so schlimm wie die Subats. Ja, ist gut, Kleider, ist gut. Du kannst dich anders hinlegen. So, danke, Seelenfisch. Subats, richtig. Okay, also die Höhle könnte theoretisch unendlich lang so weitergehen, wenn die mich immer irgendwo anders hin teleportieren. Wie in, wie hieß diese Serie? Wie hieß dieses Spiel? So, kämpf ruhig ein bisschen. Ja, ich muss ja, ne? Wenn der sagt, Chat sagte vorhin, höchstes Level ist 24 bei Major Bob. Ja, genau. Was ist Durchschnittslevel? Also was haben die, was haben die generell, seine Pokémon? Ja gut, mit Tauboga gegen... Oh, fange dieses Dick da. Weil es ist halt Higher Level und es ist halt sinnvoller, direkt das Higher Level Diktar zu fangen. So. Und es ist nicht gestorben von der Attacke, was schon mal ein Vorteil ist. 21, 18, 24. Warum 18? So. Nein, ich möchte Diktar keinen Spitznamen geben. Ende. So. Diktar wurde auf Bills PC übertragen. Okay, wenn wir hier wieder hochgehen, dann sind wir in Vertania City. Dann laufe ich direkt wieder zurück. So. Weil sein Pikachu nur Level 18 ist. Ah, okay. Warum ist sein Pikachu nur Level 18? Wer macht denn sowas? Das heißt also, es wäre sinnvoll, unsere Pokémon auf, Level 23 zu bringen. Plus, minus, zumindest unser Diktar. In der Hoffnung, dass das Diktar auch, wie heißt es denn, auch eine Bodenattacke kann. Aber müssten wir ja eigentlich gerade gesehen haben, weil gerade ist eine Attacke fehlgeschlagen gegen Tauboga. 21 ist der Durchschnitt von Bobs Team, okay. Ja, dann, können wir ja mit dem Diktar einfach reinlaufen und den kloppen, nicht?
Saboga erreicht Level 19. Cool. Saboga können wir da eh nicht gegen benutzen. Merke ich gerade. Vielleicht sollten wir ein anderes Pokémon trainieren. Hier gibt es mit 5% eine Chance auf 29 bis 31 Diktri. Aber ich glaube, die könnte man nicht fangen, weil wir nicht genug Schaden drücken könnten. Digda sollte Schaufler können. Das wäre ganz cool. Nidoqueen, ja. Nidoqueen ergibt Sinn. Ich komme immer noch nicht drauf klar, dass Nidoqueen Sprite und Mauzi Sprite einfach derselbe sind in dieser Ansicht. Also es scheint ja so, als würde unser Nidoqueen keine coolen Attacken mehr lernen. Wir müssen vielleicht echt mal gucken, was wir dem beibringen können. An Sachen, die halt hilfreich wären. So. Moment, du hast Wasserpflanzen-Pokémon, die machen denen schon ordentlich Schaden. Meinst du jetzt den Pokémon von Dings? Von Major Bob? Ich glaube nicht. Achso, dem Diktri. Ja, klar. Du alles fangen kannst, junger... Du alles fangen kannst, junger Trainer. Du stark sein. Muss echt aufhören mit meinen echt schlechten Impressions von bekannten Charakteren aus der Popkultur. Und Bisaknos hat zumindest eine Elektroresistenz. Ja gut, okay. Das hilft schon mal. Und unser Bisaknos ist eh relativ high level gerade, oder? Im Vergleich zu den anderen Pokémon. Da wurde besiegt. So. Wir laufen jetzt auf jeden Fall erstmal zum Pokémon Center zurück und snatchen uns das Diktar da und trainieren das auf Level 24 oder so. Na, vielleicht nicht 24, aber halt was höher. Und dann, ne? Genau, also für Bob bist du eigentlich ohne, auch ohne Diktar gut aufgestellt. Hm. Ja. Aber cool wäre es trotzdem, das zu haben. Und das ist halt schon auf Level 21. Von daher, können wir das ja, wenn, dann auf jeden Fall für diesen Kampf mitnehmen. Nidoqueen kann halt, meine ich, nichts mehr per Level lernen, sobald das entwickelt wurde. Ja, hat letztes Mal irgendwer auch in den Chat geschrieben, aber man hat mir gesagt, das ist so, von daher. Du kannst Nidoqueen auch einfach gegen das Diktar tauschen, weil Nidoqueen nur noch Body Slam lernt. Yo. Aber Nidoqueen ist halt strong. Nidoqueen hat halt gute Werte, wenn wir da TMs draufpacken, ist das gut, würde ich sagen. Zumindest hatte ich gesagt bekommen, dass es gute Werte hat. Und im Vergleich zu den anderen Mons, die wir hatten, waren die auch relativ gut. Bis auf das eine Gyarados, ne? Genau, Endgame-Erdbeben-Maschine. Mana-Sync. TM-Sync, basically. Wird Nidoqueen lassen. Ja, ich muss mal gucken, wen ich dann ersetze. Wahrscheinlich Mauzi, zumindest vorerst, weil wir eh noch keine, VMs haben. So, Diktri lernt durch Level Up Erdbeben, though. Ja, aber die Werte von Diktri sind wahrscheinlich nicht so gut. So, zack, zack. Lausch halt den PC ein. So, ich muss, erst Pokémon ablegen. Hm, was haben wir noch anzubieten? Wir haben Tauboga, das ist halt gerade echt nutzlos, aber wir legen Mauzi einfach ab. So, und nehmen mit Diktar Level 21. Die Boxen haben auch Limits, oder? Aber die haben... wir haben mehrere Boxen, das heißt, ich brauche mir erstmal keine Gedanken drumherum machen, weil wir eh nicht so viele Pokémon fangen werden. Weil wir uns eh hauptsächlich darauf konzentrieren, welche, ich sollte vielleicht zurück in den Pokémon Center und heilen, was? Schaufler! Ich kann Schaufler außerhalb des Kampfes einsetzen. Scheinbar. Body Slam ist, by the way, auf der MSN als TM, das reicht schon, damit Nido krass wird. Ha! Ja, aber Nido lernt das doch auch über Level, oder nicht?
Level 23. Ja, okay, das heißt also, da müssten wir relativ viel noch für grinden. So. Genau. Ach stimmt, die eine lernt's noch. Ja, das wurde doch gerade zwei oder dreimal gesagt, dass das halt noch eine Attacke lernt. So. In der Dicta-Höhle jetzt gerade leveln ist wahrscheinlich am sinnvollsten, oder? Weil, weiß jetzt nicht, ob es irgendwo anders noch höher levelige Pokémon gibt. Und das ist jetzt, glaube ich, ganz in Ordnung da, wo wir sind. So. Oder gibt es hier noch Trainer irgendwo rum? Gastern und mir zuhören wäre ganz was Neues. Hö. Ich habe die Podcast-Episode noch nicht bearbeitet. Ich weiß also noch nicht, wie das, ob er dir da zuhört. So. Uff. Bitte. Jo, cool. Warum trainieren wir eigentlich das... Wir trainieren das Dicta, damit es auf einem Level ist, das wir benutzen können. So. Was ist? Möchtest du fliehen? Das geht nicht. So. Ansonsten kann es später noch Eisstrahl leveln, lernen, was nice ist. Okay, keine Trainer in der... Dass keine Trainer in der Höhle sind, ist mir klar. Ich bin da durchgelaufen. Ich meinte aber, ob es generell irgendwo im... In the vicinity... Trainer gibt, die ich kloppen könnte, um EP zu kriegen. So. Geh ruhig am anderen Ende raus. Echt? Aber da ist doch Low-Level-Bereich. Da ist doch nix. Und es ist auch kein Kappa, also, aber Items versteckt, okay. Ja gut, aber wenn die Items versteckt sind, dann kann ich ja da nicht dran, weil ich nicht weiß, wo die sind. So. Tabuga gräbt sich ein, der Sack. Nee, links. Nee, alles, also offen. Ah, okay, ja dann, gehen wir gleich mal da hinten raus. So. Die Höhlenmusik macht mich wahnsinnig. Die liegen so da. Okay, ja, dann gehe ich auf der anderen Seite gleich mal raus. Oh nein. I made a huge mistake. Oh, danke schön, anderes Dicta. Du hast mir meinem aktuellen Dicta den Hals gerettet. Nidoqueen. Nidoqueen braucht nämlich auch EP. So. Oh nein, Kratzer. Deckel. Geh weg! Ist das Schaufler? Ja. Okay. Aber das heißt ja, wenn... Oh mein Gott. Das war eine blöde Idee. Warum ist Nidoqueen... Warum ist Schaufler super effektiv gegen Nidoqueen? Warum? Gift. Gift ist... Boah, Alter. Okay. Ich brauch hier so ein Poster, ne? Ich brauch so ein Plakat hier einfach mit den Typen Vor- und Nachteilen, die ich einfach, ne? Boden auf Boden egal, Boden auf Gift effektiv. Oh Gott, okay. Nidoqueen erreicht Level 18, das ist doch schon mal was. Wenn ich hier auf der anderen Seite rauskomme, davon müssen wir dann aber drei verschiedene machen. Warum das? Ach so, wegen der jeweils neuen zugenommenen Generation. Ja, aber haben die in den halt neu hinzugekommenen Sachen, haben die dann auch alte Effekte verändert? Wo fange ich jetzt dieses Dick da, weil es Level 22... Nein, das ist den Aufwand, glaube ich, nicht wert. Gerade mal geschaut wegen Steinentwicklung. Pikachu musste quasi Level 43 entwickeln, damit es am Ende alles kann. Okay, ich hatte jetzt eigentlich nicht vor, Pikachu zu entwickeln, aber okay. Weil das irgendwie, ist das nicht so ein Meme, dass man Pikachu nicht entwickeln darf? In Gen 1 sind ein paar Effektivitäten, die später rausgenommen wurden. Ah, okay. Ja, gut. So. Zack.
Ihr habt mich angelogen, hier liegen keine Items. Im Felstunnel ist es stockdunkel und furchtbar gruselig. Pikachu kannst du schon gerne entwickeln. Ja, ich weiß nicht, ob der Chat das so sieht. Wenn nur mit einem Blitz für Licht sorgen könnte. Ah, okay. Wo bin ich? Und warum war ich nicht schon vorher hier? Horaichu ist Gugarübel. Dann ist das eine Umfrage. Das ist so eine Sache, wofür wir eine Umfrage brauchen. Ach, ich war noch nicht hier, weil hier ein Zerschneider ist, ne? Und ja, weil ich hierfür einen Zerschneider gebraucht hätte. Und ich komme hier auch nicht raus ohne Zerschneider. Von daher kann ich auch das mit dem Museum nicht machen. Und in Gen 6 wurde zum Beispiel die Geist- und Unlichtresistenz von Stahl entfernt. Ah, okay. Auch wenn ein Pokémon ausscheidet, kann es weiter Spezialtechniken wie zum Beispiel den Zerschneider anwenden. Okay. Bist du ein Kind? Ich suche nach Abra. Tauschst du es gegen Pantimos? Ich habe kein Abra. Oh, die Abstimmung ist relativ schnell passiert. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte jetzt auch nicht daran, das jetzt zu machen, weil ich dachte, das daran zu machen, wenn wir tatsächlich Raichu entwickeln wollen. Aber dann wissen wir das schon mal, was der Rest des Chats denkt. So. Das mit Pikachu kam aus dem Anime und in Pokémon Gelb kannst du es nicht entwickeln, da analog des Animes. Ach, du kannst es da gar nicht erst entwickeln, okay. Wow, Seelenfisch hat die Umfrage gestartet und meine Kamera ist direkt auf 3 FPS runter. Also, wenn ihr uns unterstützen wollt und unseren Stream in nicht 3 FPS sehen wollt, dann... Unten ist ein Spenden-Sie. Ah, oder abonniert den Kanal. So. Moment, Pikachu useless gegen Boden. Richtig? Richtig. So. Und klar war die Umfrage schnell, das waren 3 Wörter. Ja, okay. Ist es Raichu? Ja, nein. Weil ich klappe die jetzt gerade mal nicht auf, weil sonst habe ich vielleicht nur noch einen FPS. So, Dicta erhält EP, Bisa Knospe erhält EP. Ja, okay, gut. Bisa ist auch Gift. Oh, yo, stimmt. Bisa ist auch Gift, ist eine doofe Idee. Jo. Boah, Hugo. Das war keine gute Idee. Das hättest du nicht machen sollen. Hugo hat richtig einfahren lassen. Oh, ist das schlimm. Oh, wie kann ein so kleiner Hund so schlimm pupsen? Und ich kann dich nicht mal runterschicken, weil Jackie einen neuen Teppich gekauft hat. Entschuldigt, aber ich muss einen Moment nicht reden, bis das, also nicht reden, bis das verflogen ist, damit ich nicht einatmen muss. Oh, ich schieb das nicht auf den Hund. Der ist halt so. Twitch Prime ist kostenlos. Ja, richtig. Also für die Leute, die Amazon Prime haben und noch niemanden gefunden haben, für den sie ihr Prime-Abo verwenden wollen. Wir kriegen dadurch auch Unterstützung. Also, wenn ihr mit Twitch Prime abonnieren wollt, dann tut das. Es ist sehr gut. Danke für den Hinweis, Broadcaster. Ich sehe, du hast Twitch Prime, aber du hast noch nicht abonniert, oder? 6 Zuschauer sind für Raichu, ja. Cool, dann werden wir Raichu wohl... Wer ist es denn? Dann werden wir Raichu wohl mit ins Team nehmen. So. Sattel. Ja. Was denn? mach doch Fenster auf. Ach so, ja, nee. Dann muss ich ja, dann wird der Hund wieder austicken, weil der pennt jetzt hier. Der ist jetzt ganz ruhig hier am Schlafen tatsächlich. Wenn ich jetzt aufstehe, wird der wieder wuselig. So. Victa erhält DP, Gyarados erhält DP. Okay. So, wir laufen jetzt wahrscheinlich den Rest des Streams immer die Höhle rauf und runter.
bis wir das benötigte Level erreicht haben. So. Garados. Garados, by the way, Prime für 8. Arena Boden. Resi gegen Boden und sogar effektiv. Garados generell Prime gegen alles. Warum habe ich Platscher eingesetzt? Stellt euch diesen gigantischen, dieses gigantische, chinesisch-drachenartig anmutende Vieh vor, wie es einfach auf dem Boden rumwackelt. Weil der Arenaleiter gesagt hat, boah, mach mal die erste Attacke, die du kannst. Da macht's Platscher. Ei. Aber Moment, man kann Attacken tauschen mit Select. Muss ich gleich mal machen, das nächste Mal. So, hoch. So ein richtiger Leviathan einfach. Ihr stellt euch Leviathan aus Final Fantasy vor. Egal welche Variante, die sind alle krass. Und er schmeißt sich einfach auf den Boden und macht gar nichts. Ne. Garadis, es ist nicht süß, schusselig. Was? Wie bitte? Was ist Garadis? Willkommen im Pokémon Center, wir heilen deine Pokémon, machen sie wieder fit. Ja, bitte. Ich muss mit denen weiterkämpfen gehen, danke. Bitte sorg dafür, dass meine, Kampfsklaven genug Leben haben, dass sie weiterkämpfen können, danke. Das ist eigentlich voll die Tierquälerei, die man hier betreibt, ne? So, nur so nebenbei. Nicht, dass ich auf Seiten der Beta wäre, aber so, wenn man mehr als 2 Sekunden drüber nachdenkt, ist das eigentlich ganz schön weird, was wir hier gerade machen. So, bitte. Nächste Runde. Entwickelt sich Carpador eigentlich auf 25 zu Garados erst? Broadcaster, wir haben ein Level 20 Garados, das wir jetzt 3-mal im Kampf verwendet haben. Das entwickelt sich auf Level 20 zu Garados tatsächlich. Habt mich aber auch gewundert. Also ich war auch verwirrt, dass das so früh schon wird. Aber dafür ist es halt vorher so komplett nutzlos, dass es halt eine Qual ist, das mit dir rumzuschleppen. So, also es gab einen Punkt, wo es Tackle gelernt hat. So, hab mal meinen Prime-Account mit Twitch verbunden. Cool! So, dann kannst du... Ah, du hast uns schon abonniert, oder nicht? Weiß ich gerade gar nicht. Ankamon, vielen Dank für das Abo. Das freut mich sehr. Warum ist mein Diktator besiegt? Ah. Nein, und ich habe jetzt auch noch Platscher eingesetzt. Meine Fresse. Boah, heute, jetzt gerade ist echt gar nicht gut mit Attacken auswählen. Ich kann direkt zurücklaufen, weil wir die EP für Diktator brauchen. So. Besonders ist das in Gen 1 noch weird, wo manche Trainer-Sprites noch offensichtlich mit Peitschen in den Kampf ziehen. Yo, ja, das auch. Das ist richtig. So, ich wusste nicht, dass das mit Prime geht, voll genial. Twitch Prime ist richtig, also ist ein halbwegs erfolgreiches System eigentlich, weil, also ich sehe relativ häufig bei anderen Streamern, dass da halt viele Subscriber über Prime kommen, dass die Leute die halt jeden Monat über Prime unterstützen. Also auf meinem privaten Account habe ich Prime jetzt halt, ne? Wer ist es denn? Habe ich Prime, ich habe schon wieder Platscher eingesetzt. Habe ich Prime schon für jemand anderen verwendet. Von daher geht das gerade nicht. Zumindest nicht bis der Monat vorbei ist. Aber, ne? Wir brauchen Sub-Alerts. Ja, wir machen das alle nur freiwillig und ne? Sind noch nicht dazu gekommen, das zu machen, weil wir nicht erwartet haben, so schnell schon Affiliate zu werden, um ganz ehrlich zu sein. So. Beziehungsweise, weil wir nicht
Es war weniger auf unserem Schirm, weil der Einzige, der dafür darüber Bescheid wusste, dass das halt passieren kann und dass es allzu schnell passiert, also dass es halt bald passieren könnte, war halt ich, der dann nicht darauf geachtet hat und nicht früh genug gesagt hat, hey, wir sollten das vielleicht vorbereiten. So. Kann ich, wenn ich normal abonniert habe, noch zusätzlich mit Prime abonnieren? Ich glaube nicht. Nein, kannst du nicht. So. Auch wenn das ziemlich cool wäre. So. Was auch cool wäre, wäre, wenn Twitch endlich unsere Emotes verarbeiten würde. Das Ding ist, woran wir halt auch gerade sitzen, sind Badges. Weil die ja auch ganz cool wären, weil Leute sammeln ja offensichtlich welche. Ich weiß gar nicht, was bei Seelenfisch und Miauz genau diese Badges sind, wo die herkommen. So. Schade Schokolade, mein Gott, du mit den Allmann-Sprüchen. Was auch gut wäre, wenn Twitch generell gut funktionieren würde. Wieso, Prinzip? Also, ansonsten funktioniert's doch eigentlich ganz gut, ne? Also, ich weiß nicht. Ich habe jetzt eigentlich nichts zu beschweren bei Twitch. Also alle Probleme, die wir haben, liegen normalerweise halt auf unserer Seite und nicht auf der von Twitch. Bisher hatte ich nicht den Fall, dass ich hier halt alles richtig laufen hatte und der Stream dann trotzdem, ne? Twitch hat ständig Bugs. Ja, aber halt nicht so krass schlimme. Also halt gestern im Stream ist Dannys, wie heißt es denn, Gründer-Badge für den Chat in hier drin, aber nicht für den Chat in Twitch verschwunden. So krass schlimm ist das auch wieder nicht. Und wir müssen irgendwas mit den Channel Points machen. Ja, richtig, müssen wir. Aber wenn ihr Ideen habt, wir sind doch gerade hier bei einer Audience, wenn ihr Ideen habt, insbesondere für Jacks Nuzlocke Challenge, weil das da sehr witzig sein wird. Ich hatte da auch irgendwie, wer ist denn? Ich hatte da Ideen gestern Abend, aber dann bin ich dazu gekommen, dass ich vielleicht pennen gehen sollte, wenn ich heute Morgen streamen will. Ne? Man könnte bestimmt witzige Sachen für eine Nuzlocke Challenge machen. Sag mal, Hugo, was wird das? Der kratzt sich. Für eine Nuzlocke Challenge machen mit Kanalpunkten. Ne? Ich freue mich schon, irgendwelche Wetten zu machen. Yo, Wetten sind auch cool. Ja. Boah, was für mich vielleicht ganz, ganz cool wäre, wäre halt für irgendeine hohe Kanalpunktezahl direkt zum Arenaleiter laufen. Professor Kastan fragt, was Wetten in Twitch sind. Du kannst halt eine Frage stellen und die Leute darauf wetten lassen mit Kanalpunkten. Und wenn die... Also, und dann kriegen die Gewinner das Geld von denen, also die Kanalpunkte ausgezahlt von denen, die verloren haben. Du stellst dann so eine Frage wie, meistens macht Jackies Bruder das beispielsweise in Dark Souls. Der macht dann, schaffe ich diesen Boss first try? Und alle sagen nein. Und dann gewinnt er. Und dann hat die eine Person, die ihn unterstützt hat, irgendwie mega viel Punkte. Man kann sie vielleicht Pokédollar oder Pokébälle nennen. Ja, wir haben schon überlegt, aber also ich persönlich hätte lieber was tatsächlich Grugaliga-mäßig ist. Also Grugadollar oder Grugabälle. Aber eher halt Grugadollar oder sonst was. Das Problem ist halt, die Gruga ist die Gruga. Und also halt der Gruga-Park in Essen. Und nicht die Grugaliga. Technisch gesehen, wenn man es ganz genau nehmen will. Ich weiß, dass viele unserer Fans das halt quasi nur mit uns assoziieren, insbesondere weil die halt nicht aus dem Ausland, aber halt von weiter weg kommen, ne? Pokédollar klingt nice, by the way. Ja, finde ich auch. So. Gruga-Liga-Coins. Ja, oder halt nur Liga-Coins, weil ich glaube, wir müssten mal gucken, ob es auf Twitch andere Accounts gibt, die Ligas sind. Aber Liga-Coins würde da fast schon reichen, weil das Ding ist, wir haben hier auch noch andere Ligen. Wir haben ja Spin-Off-Events auf dem Dreieich-Con. Wer das diskutiert haben will, spricht Kind des Sturms an auf Twitch. Auf der Dokomi hatten wir halt, wir hatten die Dreieich-Con-Liga und die Dokomi-Liga. Von daher, eigentlich ist halt die Frage, ob wir, also wir sind halt...
alle kennen uns unter die Gruga-Liga. Aber eigentlich ist die Frage, ob wir nicht einfach nur Liga heißen müssten. Erinnere mich nicht an die Dokomi. Ja, ja. Es war auch nicht so. Also so im Nachhinein ist es schwierig zu sagen, ob das so eine gute Entscheidung war, da mitzumachen. Jetzt nicht von den anderen aus, ne? Nicht von dem Team oder sonst was, sondern von mir. Weil ich halt einen Tag vorher gesagt bekommen habe, hey Kirill, kannst du den Empfang machen? Oh. Oder Outdoor Gaming Events. Ja, schon, aber darunter kennt uns halt keiner. So. Das ist halt das, worunter wir tatsächlich juristisch gesehen laufen. Aber das ist halt keine Marke, die man kennt. Ich glaube fast, dass in Anbetracht der vielen Ligas, die wir haben, ne, Liga schon in die, also einfach nur das Wort schon Richtung dessen geht, was wir eigentlich bräuchten. So. Das wäre auch ein deutlich kürzerer Name als wer ist es denn, als das, was wir hier immer haben mit Gruga Park Poke Liga. Ja, halt an sowas wie Liga Points dachte ich auch oder Liga Coins oder halt um's dann tatsächlich mehr Richtung dem, was Pokémon verwendet, zu machen, halt dann Liga Dollar. Ne? Hab mich wegen Corona auch unwohl gefühlt, aber die Dokomi Liga würde ich schon gern wieder machen. Ja, die Grundidee finde ich ja auch sehr gut. Also halt auf der Dokomi was zu machen, ist auch sehr, halt ist, finde ich, gut. Es ist nur halt wirklich, wirklich schwer mit halt Corona das so zu argumentieren. Aber als wir halt dahin gegangen sind, war diese Zeit, wo die Zahlen gesunken sind, wo man zwar wusste, okay, also wo man sich hätte denken können, okay, wenn man jetzt größere Veranstaltungen startet, dann, ne, explodiert das. Aber zu dem Zeitpunkt war das halt, Leute brauchten das irgendwie. So, und da, als es da möglich war, war dann halt die Sache, okay, machen wir lieber, als es dann halt gar nicht machen zu können. Hatten die Leute wenigstens einmal im letzten Jahr die Möglichkeit, an sowas wie der Gruga-Liga teilzunehmen. Professor Kastan, ich könnte eben eine Prediction starten, nur damit du das mal siehst. Ich würde allerdings refunden, damit keiner Points verliert. Gerne. Oder ihr könnt, wer ist es denn? Ich wollte gerade sagen, bevor wir dann angefangen haben mit der Namensdiskussion, eine Sache, die für mich funktionieren würde, wäre für eine relativ hohe Menge an Points, ja, geh zum Arena-Leiter, jetzt. Und mach den. Mit den Pokémon, wie die aktuell sind, ohne zu grinden. So. Das ist dann herausfordernd und so, weil ich dann nicht einfach so lange grinde, bis das Pokémon, das den Typenvorteil hat, dass das hohe Level erreicht hat. Ne? Die Vorhersage hat begonnen. Oh nein. Das einzige Problem an den Vorhersagen ist halt, die sind nicht im VOD drin. Also die sehen, wer ist es denn? Die sehen Menschen, die VODs schauen, nicht? Was ein bisschen schade ist. Ich weiß aber auch nicht, wie man das sonst regeln kann. Also vielleicht wäre es sinnvoll, wenn wir sowas machen, wie Umfragen oder wer ist es denn? Wie Umfragen oder Predictions? Dass wir dann in den Chat schreiben, was denn predicted wird und wer ist es denn, also halt was gewonnen hat. So, Mets können nicht an den Wetten teilnehmen, da diese halt einfach Points cheaten können, da sie das Outcome bestimmen können. Ah, okay. So, das ergibt Sinn. So. Level 21, sagtet ihr, sind die Dinger im Schnitt, ne? Und Level 24 ist das höchste Pokémon, das der hat. Du kannst da auch links auf die Route. Und erstellen tust du die mit Slash Prediction. Rechts. Ja, dann gucke ich da sofort mal nach. So.
Bringen wir einfach unser Diktar auf Level 23 und gehen dann Major Bob verkloppen? Weil dann schaffen wir es heute tatsächlich mal weiterzukommen. Nee, 22 reicht. Oh, cool. Ja, dann gehen wir eben auf die Route, gucken, ob da noch was ist. Und ich merke gerade, wir haben Wassertänzerin, ich weiß nicht, ob sie hier ist, letztes Mal versprochen, Vulpix fangen zu gehen. Was heißt versprochen? Wir wollten auf jeden Fall nachgeguckt haben, ob man da Vulpix fangen kann, da oben. Ich möchte sie eigentlich nicht auf nächstes Mal vertrösten, aber wenn sie gar nicht da ist, dann, sie? Er? Ich habe jetzt einfach mal vom Wassertänzerin angenommen, dass es eine sie ist. Es tut mir leid, falls es nicht so ist. So. Gut, dann gehen wir nochmal auf die Route, schauen, ob da irgendwas Interessantes ist und, gehen dann Major Bob kloppen. So. Nee, gibt's hier nicht. So, alle sollten ihre Kanalpunkte zurückbekommen haben. Später erst. Nee, gibt's hier nicht. Okay, danke. Dann wissen wir schon mal Bescheid und dann, sind wir nicht schuld daran, dass wir keins gefangen haben. So. Okay, welche Pokémon brauchen wir alles? Wir brauchen Nidoqueen vorne. Das ist ja eigentlich egal. Wir brauchen Dick da vorne. Und die anderen Pokémon brauchen wir gerade gar nicht so dringend, ne? Wenn ihr sagt, 22 reicht. Kannst du auf der Route Nido noch etwas leveln an den Trainern? Ich hatte vorhin noch gefragt, hey Leute, gibt's hier irgendwo Trainer, wo die ich für EP bekämpfen kann? Aber nein, gab es nicht, hat man mir gesagt. Und jetzt gibt's da doch Trainer, ja toll. So. Wow. Das ist aber weird mit dem... Hast du Lust, mit mir zu kämpfen? Hm. Da würde auch Nido First in der Arena machen. Dicta willst du ja später nicht mitnehmen. Auch wieder wahr. Setzt der eiskalt Rettern ein. Gastan hat das vorhin gesagt. Echt? Ja, dann habe ich das ganz offensichtlich verpasst. So. Wie lang ist das her, dass Gastan das gesagt hat? So. Oh nein, nicht Wickel. Verdammt. Oh nein, nicht Wickel. Nee, das rechts ist mir gerade erst eingefallen. Okay, dann will ich nichts gesagt haben. So. Zack, zack. Oh. Ja, los. Werd fertig. Rettern wurde besiegt. Nidoqueen erhält echt viel EP. Blau besiegt Teenager. Hä? Das ist gemein. Junge. Gibt's hier Items? Nee. Ich kann nicht mehr aufhören, im Backspread von Nidoqueen einen Tannenzapfen zu sehen. Oh, ja. Ja, ich habe mich schon immer gefragt, was ich da eigentlich drin sehe, außer... Also ich sehe braunen Brokkoli. Blauen Brokkoli. Oder eher blauen Blumenkohl. Ich habe gerade erst angefangen, Pokémon zu trainieren. Ja, was kämpfst du dann gegen uns? Wir machen das schon seit 2 Wochen. Boah, das bedeutet ja, dass ich auf meinem privaten Kanal, twitch.tv/sergeykakarov, schon seit einem Monat streame. Oh, das geht ja gar nicht. Das ist ja nicht in Ordnung. Vielleicht hätte ich nicht... Vielleicht war das eine schlechte Idee. So. Vorsicht, Boden. Ja, fiel mir dann auch ein. Komm, Tauboga. Ah, Tauboga war vielleicht eine schlechte Idee, oder? Weil das... Ist es nicht Gestein, Boden? Irgendwie sowas? Komisch, habe ich mir das eingebildet? Vielleicht hat es jemand anderes gesagt und ich täusche mich. Vielleicht wusstest du es auch einfach und dachtest, du würdest es, dachtest, du hättest es gesagt. Irgendwie sowas. Na, trinke lieber noch einen Kaffee. Ja. Ah, verdammt, ich habe vergessen, die Kaffeestatistik durchzuführen, wann ich denn keinen Kaffee mehr habe. Noch ist welcher da, aber... Ah, nicht gut. Meint ihr, Nidoqueen packt das noch? Oder sollte ich die EP trotzdem aufteilen?
Ja, Nidoqueen, pack das noch. Okay. Da hätten wir jetzt eine Prediction für starten können. Kaffee will auch, aber musste man erstmal aufstehen. Ja, das wäre notwendig. Eine notwendige Bedingung, um Kaffee zu erhalten. Oh, wie war das noch gleich mit Nidoqueen? Schafft das noch? Jawohl! Hätten wir doch mal predicted. So. Daboga erhält 186 EP. Wie ist denn? Ja. Subat in den Kampf schicken. Nein, ich wechsle gleich, nachdem das Subat reingekommen ist, um die EP zu teilen. So. Genau. Ich wollte noch was sagen, aber ich habe vergessen, was. Subat setzt WLAN ein. Warum ist Pikachu ver... Ach, wegen Superschall. Ech. Stell mir einfach eine Kaffeemaschine ans Bett. Wäre eine Idee. Du könntest alternativ den Abend davor Kaffee machen und in eine sehr gute Thermoskanne packen. Ich stehe ja relativ früh auf. Ich streame ja relativ früh. Von daher könnte man das theoretisch sogar durchziehen. Also wenn du so eine Emsa, so einen Emsa-Thermosbecher hast, funktioniert das. Ja, keine Schleichwerbung für Emsa, die haben einfach nur gute Thermosbecher. Nicht Thermosbecher. Thermos ist eine eingetragene Marke von Thermos. Nicht, dass jetzt gleich, wer ist es denn, nicht, dass jetzt gleich hier so eine Lego-Herr-der-Steine-Situation passiert. Ich glaube zumindest, dass das Thermos, wenn nicht ursprünglich mal eine Marke gewesen ist, dann immer noch eine ist. Weil eigentlich ist es halt ein Isolierbecher. So. Zack, zack. Heilen. Okay. Die Frage ist jetzt, bringe ich Nidoqueen jetzt auch auf Level 22 oder was? Oder nicht? Ah, wir machen die Trainer einfach. Die Firma heißt Thermos. Ja, sage ich doch. Dann machen die Leute von Emsa Isolierkannen, die sehr gut sind. Und nicht Thermoskannen. So, Gott verdammt. So, ich glaube, da ist nur noch ein Trainer auf der Route. Weiß ich jetzt gerade nicht, aber müssen wir mal gucken. Ach nee, da unten ist noch weiter. Jo, dann ist tatsächlich sinnvoll. Oh mein Gott, sind das viele Trainer. Wieso sind das so viele Trainer hier auf der Route? Da sind einige, glaube ich. Ja, ich hab gedacht, dass das einfach hier so eine Rotunde ist. Nidoran, männlich. Was willst du, Kind? Und auch noch Mons. Ja, aber Mons, die wir fangen sollten, oder Mons, die wir nicht fangen sollten? So, Nidoqueen benutzt Kratzer. Hornattacke. Hornattacke, okay. Wünschte Nidoqueen hätte Hornattacke, aber wahrscheinlich haben wir sie dafür zu früh entwickelt. Jetzt habe ich so tolle Symbole von dem Namen. Ja, genau, und wenn du, wenn wir die Badges einführen würden, über die wir beide gesprochen haben, hättest du auch noch halt so ein kleines, Krugerliga-Badge, neben deinem Namen stehen. Ja, aber da sind wir halt auch noch am Diskutieren, weil du kannst relativ viele Badges reinkriegen, von wegen, wie viele, wer ist es denn, wie viele Monate du, abonniert hast oder welches Sublevel du hast. So. Tschüss Krügerrüppel, danke fürs Zuschauen. Wer ist denn, du kannst halt relativ viele Badges halt hochladen. Und wir sind noch dann am gucken, was genau wir dafür jeweils machen. Klaro machen wir, hab heute nach der Arbeit und Sportzeit. Ich tatsächlich aber leider nicht. Ich hab jetzt gleich noch, weil ich die ganze Zeit wegen Uni-Sachen vor mich hergeschoben habe, muss ich die Podcast-Episode gleich noch bearbeiten. Ja, halt das Video für die Podcast-Episode für die nächste. Dann muss ich noch an der Hausarbeit schreiben.
die eigentlich gestern fällig gewesen wäre, hätte die Frau nicht von so vielen Studierenden gesagt bekommen, das schaffen wir nicht, dass sie das auf Montag versetzt hat. Da muss ich eigentlich noch dran arbeiten. Und danach fahre ich tatsächlich mal nach mehreren Monaten, nicht mehreren Monaten, aber nach mehr als einem Monat, mal wieder zu meinen Eltern, weil meine Mama vor ein paar Wochen hatten meine Eltern Corona. Und dann sind die gesund geworden, haben sich selbst isoliert, weil meine Mama nach Russland musste, weil ihre Mutter gestorben ist. Ne? Also, ich bin heute viel beschäftigt. Das Einzige, was hier wild und spannend ist, sind Rettern und Traumato. Oh je, das ist ein... Ja, ich habe immer einen Haufen zu tun. Deswegen ist die einzige Uhrzeit, zu der ich streamen kann, halt jetzt, weil ich jetzt eh nichts Effektives tun würde. Also mein Tagesablauf ist immer, ich wach auf gegen 6. Etwas früher, wenn meine Freundin auch tatsächlich halt los muss. Ne, wenn die tatsächlich, Moment. Wenn die tatsächlich arbeiten muss, steht die halt noch früher auf, dann stehe ich halt da auf und mache Kaffee. Dann streame ich hier. Dann frühstücke ich irgendwas, während ich halt, vielleicht mir Videos angucke für die, wer ist es denn? Wow, man kann nicht auf, Kampf drücken, weil wenn du auf Kampf drückst, dann kannst du nicht wieder zurückdrücken. So, wer ist es denn? Genau, ich stehe auf, mach Stream, dann frühstücke ich, mach die Thumbnails und so fertig, und dann geht's halt an Uni-Zeug und Arbeit, weil ich habe parallel noch, das müsste ich eigentlich auch heute noch machen, fällt mir gerade so spontan ein, die Stelle als wissenschaftliche Hilfskraft hab, da brauche ich halt auch, Zeit für, dass ich da halt die Aufgaben machen kann, die ich da halt hab, ne? Ankamon will ihre Eltern auch mal wieder sehen, das ist eine Sache, die ist halt schlimm jetzt gerade, dass man das einfach nicht machen kann. So. Professor Kastan, du siehst die sowieso nur einmal im Jahr, oder? Ich habe meine Mutter auch schon eine ganze Weile lang nicht mehr gesehen, Alter. So, aber grüß den Gevatter von mir. Alles klar. So. Familienbande hier im Grugaliga-Chat. So. Lisa Knospe erhält EP, Tauboga erhält EP, Tauboga erreicht Level 20. Nicht, dass es uns jetzt was gegen Boden nützen würde, aber... Gut. Spieler wird Miraplan in den Kampf schicken. Möchtest du das Pokémon wechseln? Ja, ich möchte Nidoqueen reinwechseln, um die EP zu kriegen. Und dann tauschen wir wieder gegen irgendwas anderes. Boden ist effektiv gegen Gift. So. Oh nein, es hat Giftpuder eingesetzt. Da wurde vergiftet. Gönn ihm Schaufler. Aber nicht gegen Pflanze. Oh. Oh nein. Oh well. Miraplast-Attacke gegen daneben. Dickter benutzt Schaufler. Die Attacke ist sehr effektiv. Das Gift schadet Dickter. Also ich sehe das. I see this as an absolute win. Wir kommen gut voran. Wenn du Bob schaffst, bist du auch gut aufgestellt für die MSN. Okay. Gut. Boah, kann man auf der MSN nicht trainieren? Oder wieso? Diese Aussage, müssten wir uns darauf vorbereiten und nächstes Mal einen Stream machen, der halt nur auf die MSN abzielt. Doch, da sind nur Trainer, okay. So. Fuck. Dreck. Ich wollte kein Habitak. Aber ich könnte jetzt dieses Habitak fangen. Ja, ich denke mir auch die ganze Zeit MSN-Broadcaster, aber ne. Genau, wirst sicher eine Stunde da sein oder so. So, Flucht ergreifen. So, ich belebe das jetzt nicht wieder, weil ich eh zum Pokécenter laufe. Ja, fang für den Tausch. Ja, nee, ist jetzt auch zu spät.
Das Ding, brauchen wir Porenta? Nein, also brauchen wir es auch nicht tauschen. Brauchen auch keinen Pokéball verschwenden für Ibitak. Habitak. So. Fair. Ja, ne, wir hatten ja ganz am Anfang des Streams entschieden, wir machen keinen, fang alle Pokémon Run. Nein, wie grausam. Aber dein Pokédex. Ja, nee, wir kümmern uns nicht um den Pokédex. Wir ignorieren Professor Eichs Aufgabe, die uns eigentlich gestellt wurde, um diesen Plot voranzutreiben. Ne? Wir spielen so. Genau. Jetzt weiß ich nur nicht. Also wir können uns jetzt entscheiden. Entweder wir kloppen noch mehr Trainer oder wir versuchen Major Bob jetzt und kloppen die Trainer später. Weil Stream endet bald, in 10 Minuten um genau zu sein. Und das wäre wahrscheinlich ein ganz gutes Ende, ob wir verlieren oder gewinnen. So. Dann kann man direkt die Predictions starten. Hey Hugo. Hi, bist du aufgestanden? Ne? Was sagt ihr, Chat? Weiter trainieren gehen und nächstes Mal mit Major Bob anfangen oder Major Bob jetzt machen? Jo, gerne Bob. Zwei Leute. Ich könnte jetzt Seelenfisch dazu bringen, die Umfrage zu starten dafür. Aber müssen wir eigentlich nicht, ne? Wir entscheiden uns jetzt einfach dafür, Major Bob zu bekämpfen. Dann Arena vorbereiten? Hm? Bitte? Broadcaster? Okay, also drei Leute sagen Bob. Wobei, vielleicht werden die Lurker auch antworten. Vielleicht wäre besser, wenn wir tatsächlich eine Umfrage starten dafür kurz. Add Seelenfisch, wenn du so freundlich wärst. Oder Professor Kastan, wenn er mittlerweile herausgefunden hat, wie das geht. Und ich kümmere mich derweil um das Monster hier. Monsterchen, du musst nicht rumspringen. Kleiner, du musst nicht rumspringen. So. So. Weil ich möchte ja nicht, dass irgendwer sich ausgegrenzt fühlt und nur weil er nicht in den Chat, sie nicht in den Chat schreiben wollte, nicht mit Ausrufezeichen Pol. Hugo, was ist denn mit dir? Kleiner, was machst du hier? Leg dich doch einfach wieder hin. So. Ja, ich hab dich auch lieb. Ja, ich hab dich auch lieb, Kleiner. Aber leg dich hin, beruhig dich. Auch auf Slack wäre es Slash-Pole und nicht Ausrufezeichen-Pole, glaube ich. Oder ist das abhängig davon, welches Tool man dafür verwendet? Boah, ich schiele. Warum sagt mir das keiner? Verkloppt den Bob. So, Hugo möchte auch gegen Bob kämpfen. Ausrufezeichen ist hier für Interaktion mit den Chatbots, genau. Slash Pol. Habe ich meine Pokémon geheilt und sind die in der richtigen Reihenfolge? Wenn wir schon hier sind. Wir haben Nidoqueen und dann wechseln wir zu Dicta ein, richtig? Das war der Dings. Was sagt denn der Chat bisher? Was sagt denn die Auswahl bisher? Okay, 100% von allen, die teilgenommen haben, haben schon für Ja gestimmt. Alles klar. Das sieht dann doch relativ eindeutig aus. Hast du Zerschneider? Nein, habe ich noch nicht. Ich weiß auch nicht, wann ich den bekomme. Dann ist nämlich eh egal, oder? Kann das? Wir kommen nämlich nicht zu der Arena. Ja, sorry. RIP. Wie kommt man denn an Zerschneider, wenn man Commands für die Chatbots erstellen, wird noch spaßig, das funktioniert bei jedem anders. Ja, wir haben Mubot und wir wissen schon, wie man da Commands erstellt, also. Moment, das heißt, ich muss erst die MSN machen. Ach, leck mich doch. Ja, dann würde ich mal sagen, wir kloppen die restlichen Trainer hier und dann nächste Mal einfach beides, ja genau. Wenn ich es denn schaffe, beides zu machen in der Zeit, ne? Wenn du sagst, dass man da so eine Stunde für braucht. Aber dann hätten wir hier ja auch gar nicht grinden müssen. Weil dann kriegen wir ja EP durch, dadurch, ne? Nee, aber ich hätte ja selber auch, ne? Professor Kast, hier, Ankamon, jetzt egal, ne? Ist nicht schlimm.
Weil ich hätte ja selber gucken können, ob ich überhaupt zur Arena komme oder nicht. Verkloppt, den Bob muss warten. Richtig. So. Zack, zack. Fertig. Aber 100% des Chats hätten gewollt, dass ich Bob verkloppe. Boah, hier ist echt viel, ne? Hier sind richtig viele Arena-Leiter. Ich glaube nicht, dass ich das heute noch schaffe, weil ich muss halt um gegen 9 aufhören. So, also ich muss tatsächlich, weil ich halt, ne, wie ich vorhin erzählt habe, einen sehr tighten Zeitplan habe heute. Hugo, was ist? Ach, er hat Hunger. Der kriegt normalerweise gegen 9 Essen und manchmal fängt er halt vorher schon an, sich zu beschweren. Fukano, Alter. Hat der echt einen Fukano? Der Sack. So. Aquaknarre, gönn ihm. Wie hat der überlebt? Wieso hat der überlebt? Hogilein, bitte, hör auf. So, der Attack ist nicht sehr effektiv. Aquaknarre. So. Nidoqueen erhält EP, Nidoqueen erreicht Level 20, cool. Schön, schön. Spieler will Vulpix in den Kampf schicken. Möchtest du das Pokémon wechseln? Ja. Möchte Nidoqueen. So, Gyarados genug, komm zurück, Nidoqueen. Ah, vielleicht sollte ich die anderen Pokémon auch leveln, was? Wobei, eigentlich sind die relativ ausgewogen, ne? Kann ich also eigentlich gerade auch einfach Nidoqueen weiterleveln, bis das Level 21 ist und dann halt wechseln. So. Jetzt zumindest, um die Trainer halt auf alle Pokémon auszunutzen, die ich halt mit mir rumschleppe. Aquaknarre gönn ihm. Aber warum kriegt man Zerschneider erst am Ende der MSN? Was ist das? Warum brennt Lavados? Gyarados? Warum brennt das? Es sollte nicht brennen. Es ist ein Wasser-Pokémon. Warum können Wasser-Pokémon brennen? Das hat er kommen sehen, sagt er. Ähä. Kriegt es jetzt auch Schaden, wenn ich die ganze Zeit rumlaufe? Aber wieso nicht? Warum? Es hat sich verbrannt. Ja. Dennoch, es ist ein Wasser-Pokémon. Es sollte nicht verbrennen können. Warum ist Gift außerhalb des Kampfes auch schädlich, aber Brand nicht? Warum ist das so? Nur bei Gift. Ja, aber warum? Feuerwirbel damals immer mega unterschätzt. Der TK-Malus ist echt stark. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. So. Gut. Ich denke, vor allem, was du für einen Zerschneider tun musst, ist witzig. Lass dich überraschen. Ach Gott, nein. Verbrennung halbiert deine Attacke? Oh, nee. Oh, guck mal, meine Kamera hat keinen Bock mehr. So. Oh, Mann. So, ich denke, wir werden jetzt noch einen Trainer schaffen. Und dann wird es das für heute gewesen sein, denke ich. So. Ich gehe mal weiter nach rechts. Vielleicht nicht ganz durch nach rechts, aber halt, ne? Weiter nach rechts. Guck, ob ich da jetzt alle Bitte nicht über das hohe Gras. Ich will nicht über das hohe Gras. Ich habe rechts oben schon gemacht. Richtig? War das der hier? Ja. Hier kommt man einfach nur ins hohe Gras. Wow. So. Blau. 12 Jahre. Verkauft sich selbst für VMs. Erklärung wäre vermutlich, weil Gift sich im Blutkreislauf weiter verbreitet und Verbrennung ja nicht größer wird. Naja, aber da es im Kampf die ganze Zeit Schaden macht, weiß ich nicht, ob man das, ob man das so als Argument sehen kann. So.
Weil entweder das Problem, dass der brennt, geht halt ganz weg, wenn man... Wer ist es denn? Ah, verdammt, das ist Boden. Rick, was wollte ich nochmal sagen? Also entweder die Verbrennung geht ganz weg, weil du halt im Pokéball bist und was weiß ich, das keinen Sauerstoff hat oder sowas. Oder die Verbrennung ist, wer ist es denn? Boah, ich kann heute reden, ne? Oder es müsste halt bei Verbrennung genauso sein wie Gift. Finde ich. So. Woher kommt dieses endlose Wasser, der Wassermond? Sieht doch, stellt doch keine Logikfragen. Die trinken viel. Das muss es sein. Die trinken viel. Moment, muss ich, um zu diesem Trainer zu kommen, echt durchs hohe Gras? Na egal, machen wir den fertig und dann hören wir für heute auf. Vorsicht, ich verlege hier gerade Kabel. Ach, ist das das, was hier diese langen Streifen um das Zeug sind, um das so Gras sind? Mechaniker möchte kämpfen. Mechaniker setzt Magnetilo ein. Ah, cool. Moment, was war... Boden ist gegen Strom effektiv, nicht? Boah, Strom, meine Fresse. Gegen Elektro. Ja. Gönn ihm. Sag mal, ist Magnetilo eigentlich nur Elektro oder Elektroflug? Weil technisch gesehen fliegt das Ding. So. Professor Kastan, Wasserschlauch zum Bändigen auf den Rücken geschnallt. Jo. So. Zack, zack. Zack ist sehr effektiv. Magnetilo wurde besiegt. Nidoqueen erhält EP. Dicta erhält EP. Blau besiegt Mechaniker. Das war ein Stromschlag. Ne, der war nicht so gut. So, nur Elektro in späteren Gens Stahl. Okay. Gut. Magnetido kann später Schwebe. Das gibt Bodenresistenz. Ah, okay. Das ist wie, wer ist es denn? Das ist wie Reichweite in Magic the Gathering. Von wegen, kann fliegende Kreaturen blocken, aber ist keine fliegende Kreatur. Und das ist hier, kann... ist keine fliegende Kreatur, aber hat Bodenresistenz. So. Okay. Dann. Oh, wir müssen gleich nochmal... Also, wir müssen gucken, wie viele Trainer wir dann später noch haben für nächsten Stream. Morgen früh. Magnetino hat in keiner Gen Schwebe. Das könnt ihr beiden jetzt gleich unter euch klären. So. Denn... Wir sind für heute hier durch. Wir speichern natürlich noch einmal. Wir haben gespeichert. Ich habe darauf geachtet, dass wir gespeichert haben, weil ich es sonst immer vergesse. Ah nee, kein Magnetflug. Aha. Denke ich auch immer wieder, ist aber falsch. Gut. So, vielen Dank fürs Einschalten. Es tut mir leid, dass wir Major Bob nicht kloppen konnten. Ich wusste nicht, dass wir Zerschneider brauchen, um zu der Arena zu kommen, aber ich hätte es technisch gesehen selber auch wissen müssen. Ich meine, ich hätte ja, ich konnte ja sehen, dass man nicht zur Arena kommt. Hab aber nicht, ne, offensichtlich selber nicht nachgeschaut. Ich freue mich, dass ihr hier wart. Ich freue mich, dass Ankamon mit Twitch Prime abonniert hat. Das ist sehr schön für uns. Ich hoffe wirklich, dass Twitch bald die Emotes freischaltet. Wobei mir von anderen neuen Affiliates gesagt wurde, dass es alles von einem Tag zu 4 bis 5 Wochen sein kann. Weil die halt manuell von einem echten Menschen abgehakt werden müssen. Aber da wir jetzt ja fast jeden, da wir jetzt jeden Wochentag streamen, werdet ihr, sobald es irgendwie freigeschaltet ist, darüber informiert werden. Genau, schaut morgen Abend vorbei. Hier, wir haben etwas geplant für euch. Und ansonsten sehen wir uns Montag wieder und die Leute, die abends Content haben wollen und es noch nicht mitbekommen haben, der liebe Professor Kastan streamt dienstags und Donnerstagabend ab, ich meine 20 Uhr, auf diesem Kanal, auf der Grugaliga, eine Pokémon Schild Nuzlocke Challenge. Jo, genau, 20 Uhr. Jo, folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, und hier halt, auf Twitch natürlich, wenn ihr eingeschaltet habt und das cool fandet. Und
Bis zum nächsten Mal. Bye bye.